Ja, dann willkommen zur fünften Vorlesung Geschichte der Mathematik. Dritter Block fängt an, beziehungsweise gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu den alten Griechen. Da fehlte noch ein bisschen was zu den Kegelschnitten. Und dann sage ich da auch wieder an, was so die wichtigen Sachen sind für die Prüfung zum Wiederholen. Und dann kommen jetzt die nah- und fernöstlichen Kulturen bis Mittelalter. Das ist im Wesentlichen diese Woche altes und frühmittelalterliches China. Und dann nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche ist es dann, nächste Woche fällt aus, ist es dann Indien und erste Hälfte Islam. Und in diesem Video, was dann dazu kommt, ist es dann Rest von Islam. Ich teile das wahrscheinlich so auf Arithmetik und Algebra in der Vorlesung und in diesem Video dann noch Geometrie und Trigonometrie. Und ich glaube, das ist dann auch das letzte dieser zusätzlichen Videos, also dann die mittelalterliche und frühneuzeitliche Mathematik in Europa. Da sollten wir dann eigentlich mit den Vorlesungen selbst auskommen, weil die Videos alle ein bisschen länger waren, als ich das eigentlich vorgesehen hatte, diese zusätzlichen Videos. Das müsste ganz gut gehen. Ja, Apollonius waren wir letztes Mal stehen geblieben. Da hatte ich schon gesagt, gleichzeitig ungefähr zu Archimedes, aber immer so ein bisschen in dessen Schatten. Wichtigstes Buch, diese Konika, achtbändige Kegelschnittlehre. Konika kommt übrigens von dem griechischen Wort für Tannzapfen. Auch lustig. Ja, warum haben die sich eigentlich so für die Kegelschnitte interessiert? Also erstmal ist hier halt die systematische Darstellung dann ja gewesen, dass man quasi alle diese Kurven, die Sie kennen, Ellipse, Hyperbel, Parabel, und dann gibt es ja noch die Grenzfälle, wenn Sie ein bisschen aufgepasst haben. Man kann auch eine Gerade oder zwei Geraden oder Kreise erzeugen, je nachdem, wie man da durchschneidet, dass die alle an so einem Doppelkegel sind. Wenn jetzt das Bild hier ein bisschen größer wäre, würde man hier auch den Doppelkegel sehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen schlecht zu erkennen jetzt in dem Bild, aber man kann es zumindest ahnen. Hier sind so drei Doppelkegel und da sind dann Sachen durchgelegt. Das ist natürlich eine etwas spätere, offensichtlich arabische Abschrift. Der ist ja größtenteils auch gar nicht auf Griechisch erhalten. Ja, ein Zusammenhang, den man dann festgestellt hat, ist, dass man diese Kurven auch benutzen kann, um das Problem der Würfelverdopplung zu lösen. Das Problem der Würfelverdopplung ist eines dieser drei klassischen Probleme der Antike. Mal sehen, ob ich sie noch alle zusammenkriege. Würfel verdoppeln und Würfel verdoppeln. Ich kriege sie, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, Kreis quadrieren ist noch eins. Und das dritte will mir aber jetzt wirklich nicht einfallen. Wo bei allen dreien dann rausgekommen ist, naja, die sind halt unlösbar und angeblich hat das Orakel in Delphi, ja, den Griechen, die diese Fragen gestellt. Auf jeden Fall sind die so ein bisschen mystisch, religiös aufgeladen. Und auch bei dem Problem der Verdopplung des Würfels kann man halt zeigen, dass die Lösung mit Zirkel und Lineal nicht gelingen kann. Verdopplung des Würfels meint ja, also ich habe hier einen Würfel. Jetzt suche ich einen, der vom Volumen genau das Doppelte hat. So, und wenn Sie sagen, der eine Würfel hat das Volumen a hoch 3, dann soll der zweite jetzt das Volumen 2 mal a hoch 3 haben. Also das soll quasi unser b sein. Und jetzt für Sie ist das natürlich eine einfache Übung. Sie sagen dann, naja, dritte Wurzel aus 2 mal a sollte, also das b hoch 3 soll 2 mal a hoch 3 sein, dann brauchen Sie dritte Wurzel aus 2 mal a ist gleich b. So. Und jetzt hat man, aber das ist deutlich später, im Grunde genommen, ja, ich glaube, das hängt auch mit der Galois-Theorie zusammen, Dreiteilung des Winkels, jetzt fällt mir auch wieder ein, was das dritte klassische Problem ist, die Dreiteilung des Winkels, die auch nicht mit Zirkel und Lineal funktioniert. Die Frage ist, warum funktioniert das nicht? Das Problem ist, dass sich nicht alle Wurzeln nur mit Zirkel und Lineal als Längen konstruieren lassen. Bei gewissen Wurzeln ist das offensichtlich sehr einfach. Also wenn wir jetzt sagen würden, die Quadratwurzel, sagen, hier ist meinetwegen 1 und hier ist 1, dann ist natürlich nach Satz des Pythagoras diese Länge Wurzel 3.
Das kann man also mit Zirkel und Lineal konstruieren, weil Sie können Quadrat mit Seitenlänge 1 konstruieren und Sie können dann die Diagonale reinzeichnen, das ist kein Problem. Und jetzt kann man auch so weitermachen. Jetzt kann ich ja hingehen und kann sagen, jetzt nur so aufpassen, dass ich es nicht falsch mache. Ich zeichne hier wieder die Länge 1 ran. Ja, also so hier in 90 Grad Winkel da wieder die Länge 1 ran. Und ich frage mich jetzt, wie lang wird das hier eigentlich? Dann habe ich natürlich mit Satz des Pythagoras Wurzel 2 Quadrat plus 1 Quadrat ist also 3 Quadrat. Also ist das genau Wurzel 3. Und das kann ich jetzt so weitermachen. Dann habe ich quasi die Wurzelspirale. Das heißt, so Wurzel ziehen aus ganzen Zahlen ist kein Problem. Und es, man kann dann auch zeigen, dass es im Grunde genommen, es gibt noch eine andere Möglichkeit des grafischen Wurzelziehens. Das haben wir auch schon gesehen. Das hängt zusammen mit dem, hier mit dem Höhensatz, ne, dass man hier 1 dran schreibt und hier sagt B. Und dann macht man hier, hängt man die 1 auch wieder dran, dann zeichnet man einen Kreis darüber und dann malt man da, ne, muss natürlich richtig machen, so hier das rechtwinklige Dreieck rein. Und dann weiß man, dass dieses H-Quadrat ist ja gleich 1 mal b. So, und dann, und wenn man jetzt diese Länge b ist, meinetwegen das für die gesuchte Wurzel, dann kriegt man so immer die Wurzeln konstruiert. Und weil die Höhe ist dann hier genau die Wurzel aus dem hier, was hier unten sitzt. Also wenn ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte das 2,5 lang gemacht, dann würde da ja stehen, H-Quadrat ist gleich 1 mal 2,5. Also ist die Wurzel aus 2,5 ist genau die Höhe in diesem Quadrat, einfach aufgrund des Höhensatzes. So kann man aus jeder Länge die Quadratwurzel ziehen. Und jetzt könnte ich natürlich auch hingehen und lege die Wurzel da wieder hin. Leg einfach die, meinetwegen, ich mache hier eine Länge hin, die ist schon irgendeine Wurzel, Wurzel aus 2. Und jetzt mache ich das wieder so, ich male hier wieder 1 dran und mache den Spaß nochmal. Dann komme ich auch auf die vierte Wurzel. Und achte Wurzel und so weiter geht dann auch. Also die Zahlen sind alle konstruierbar. Wenn man Algebra macht, nennt man die die quadratischen Zahlkörpererweiterungen. Man fängt an mit den rationalen Zahlen und die erste quadratische Zahlkörpererweiterung ist die, wo die ganzen Quadratwurzeln drin liegen. Die zweite ist dann, wo alle vierten Wurzeln drin liegen. Die kann man alle mit Zirkel und Lineal konstruieren. Aber die dritte, fünfte, siebte und so kriegt man tatsächlich nicht hin, in endlich vielen Schritten mit Zirkel und Lineal zu konstruieren. So, und jetzt kann man halt versuchen, aber das ist dann quasi eigentlich im engeren Sinne nicht mehr konstruierbar, andere Instrumente herzunehmen, um das vielleicht doch in endlich vielen Schritten zu sagen, da müsste, wenn das exakt konstruiert worden ist, eigentlich die dritte Wurzel aus 2 liegen. Und die Idee, die dann schon dieser Menaichmos, glaube ich, hatte, ist, naja, ich weiß eigentlich, wie Parabeln und Hyperbeln und so weiter konstruiert werden. Da gibt es Vorschriften für, wie man punktweise diese konstruieren kann. Und wenn ich als Schnitte dieser Kegelschnittlinien das erhalte, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit der Lösung. Und das ist das, was hier auch auf den Folien drauf ist. Zunächst mal, das geht noch um einen kleinen Umweg. Gegeben sei die Strecke der Länge a zu konstruieren, ist eine Strecke der Länge y so, dass y hoch 3 gleich 2a hoch 3, beziehungsweise in unserer Sprache y gleich dritte Wurzel aus 2a, das Würfelverdopplungsproblem. Und das hängt zusammen mit dem schon von Hippokrates von Chios formulierten Problem, finde die mittlere Proportionale. So, also da ist also eine Proportionsgleichung gegeben, a zu y soll sich verhalten wie y zu x, wie x zu 2a. Und wenn man das löst, dann stehen y und a auch wieder in diesem Verhältnis y hoch 3 ist gleich 2a hoch 3. Das ist da oben einfach ein bisschen rummultiplizieren, das können Sie mal zu Hause in einer stillen Minute machen, dann kriegen Sie die Gleichung da unten raus. Das heißt, dieses y, was da in der mittleren Proportionale steht, hätte auch wieder so einen Faktor, dritte Wurzel aus 2 davor, könnte man also auch nicht mit Zirkel und Lineal diese mittlere Proportionale bestimmen. Aber man kann das lösen durch den Schnitt von Parabeln, beziehungsweise Parabeln und Hyperbeln. Ja, und das ist hier in dem Bild eingezeichnet. Also wenn Sie hier zum Beispiel mal in dem Bild sehen, ist hier die Parabel y Quadrat gleich a hoch x. Und das hier, das ist dieses, ja, ich
kann keine griechischen Buchstaben, was so ähnlich aussieht wie eine N. Das ist halt die Hyperbel, x mal y ist gleich 2a Quadrat. Und jetzt kann man sagen, aha, da gibt es einen Schnittpunkt von diesen beiden Figuren. Und wenn man das auflöst, kommt daraus, dass der die in unseren Worten x-Koordinate a ist gleich dritte Wurzel aus 4 hat und b ist gleich a mal dritte Wurzel aus 2. Also da würde man genauso ein Verhältnis finden. Und man kann teilweise auch noch andere Figuren schneiden. Also die Kegelschnitte waren auch mit dem Problem verbunden. So, jetzt schauen wir mal, ob ich, kurze Pause fürs Video schneiden, ohne meine Notizen die Kegelschnitte ordentlich zusammenbringe. Gut, schauen wir mal in die Kegelschnitte rein. Woher bekommen die ihre Namen? Das sind so Umwandlungsgeschichten. Parabel heißt Parabalein, also gleichkommen. Jetzt gucken wir mal, wie der Herr Malle das in seinem Schulbuch erklärt. Ich hatte ja gesagt, dass das beim Apollonius selber so ein bisschen schwierig ist, weil der gar keine Variablen und so verwendet. Da steigt man gar nicht durch, wenn man da die Originalformulierung nimmt. Aber die Idee ist hier wiedergegeben. Wir fangen an mit einem roten Rechteck OABC. Ja, das sehen Sie ja da, das rote Rechteck. Und jetzt muss man sich vorstellen, das dient jetzt punktweise der Konstruktion der Parabel. Was da variabel ist, ist also die Länge x oben. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass, gleich sehen Sie es da noch im Bild, das x kann man immer länger ziehen. Was fix ist, ist diese Länge 2p. Also es wird irgendein p normalerweise vorgegeben. So, und jetzt wird die Konstruktion, ergibt dieses Bild hier die Konstruktion der Parabel y² gleich 2px. Wir müssen jetzt also erkennen, dass diese Fläche hier oben, die gibt ja offensichtlich y² an von diesem Quadrat, warum die dasselbe ist wie 2px. Tja, wir haben ja nicht so arg viel, was wir schon behandelt haben. Aber wenn Sie mal hier so scharf hinsehen, hier haben Sie ein x und hier haben Sie ein 2p und da kommt irgendein Quadrat vor, das riecht schon ganz verdächtig nach Höhensatz, würde ich behaupten. Kann eigentlich nicht viel was anderes sein. Jetzt gucken wir mal, wie das gemacht ist. Also es ist offensichtlich hier zunächst mal mit dem Zirkel die Länge 2p auf die y-Achse abgetragen worden. Also hier nehmen wir das 2p in den Zirkel, tragen die Länge hier ab. So, und jetzt ist hier, liegt das 2p neben dem x, jetzt sieht man diesen grünen Halbkreis wieder. Das ist wieder dieser Thaleskreis, der über der Hälfte einfach erstellt wird. Und jetzt ist das ja wieder so, Sie haben hier das x, Sie haben hier das 2p. Jetzt haben Sie wieder p mal q, wenn Sie in Ihrem Höhensatzsprache denken. Und das y wäre genau die Höhe. Also hier dieses y wäre ja wieder die Höhe in dem rechtwinkligen Dreieck, was man sich hier so dazu denken kann. Also kommt das y-Quadrat genau dem 2p mal x gleich. So. Und jetzt, dadurch entsteht jetzt, wenn man verschiedene Längen für das x nimmt, entstehen jetzt verschiedene Punkte dieser Parabel. Das habe ich wahrscheinlich sogar letztes Jahr vorbereitet. So. Gut, da sieht man das auch noch mal. Ja, das ganz brav war und hat es erstmal ohne Kurve gemacht. So, jetzt zieht man hier an dem x und dann sehen Sie, wie hier oben so die Parabelpunkte entstehen. Ja. Und dann dasselbe für den Fall der Ellipse. Ellipse heißt ermangeln. Da fehlt also was. So, jetzt ist das hier so, da ist das jetzt so ein bisschen kompliziert gemacht. Also man nimmt hier an, man hat hier wieder diese Länge 2p, aber diesmal konstruiert man jetzt eine Kurve über nur einem Teilstück von diesem 2p. Also da fehlt so ein kleines u. Jetzt macht man das natürlich wieder genauso. Man trägt das hier sozusagen rüber. Und jetzt macht man hier wieder den Thaleskreis. Und jetzt muss man sich wieder überlegen, was die Länge ist. Und hier kommt man jetzt auf die Parabel mit der Gleichung, auf die Ellipse mit der Gleichung y ist gleich 2px minus ux. Die entsteht in dem Fall. Nochmal wichtig ist hier natürlich, was wird sozusagen konstant gehalten. Das sehen wir uns dann gleich im Bild an. Das x bewegt sich jetzt, aber dieser Unterschuss, der wird konstant gehalten. Jetzt hat man das wieder mit dem 2p.
Man verlängert das aber um ein kleines Stück U. Und dann entsteht die Hyperbel. Hyperbel von übertreffen. Aber seien Sie beruhigt, die Kegelschnitte sind nicht Prüfungsthema. Insofern war das jetzt nicht ganz so tragisch, aber zur allgemeinen Kardonsberuhigung wollte ich die ja doch auch mal erzählt haben. Für diese Kernthemen, ich denke mir, drei oder vier sind es eigentlich, vier so Beweisdinger sollte man sich angesehen haben. Das sind einmal die euklidischen Beweise der Sätze von Thales und Pythagoras. Die sollte man irgendwie reproduzieren können, zumindest in Teilschritten. Also man muss nicht den ganzen Beweis in der Regel machen, sondern ich lege Ihnen was hin. Und diese archimedische Winkeldreiteilung. Und dann, das ist in dem Zusatzvideo drin, die Herleitung dieser Sehnenlängen für 60, 90 und 120 Grad. Das sind auch immer ganz, ganz einfache Beweise. Also kommen natürlich nicht alle vor, eins davon kommt vor, aber ich brauche ja ein bisschen Auswahl. Sonst kann ich Ihnen ja gleich sagen, lernen Sie mal den Satz von Thales auswendig und dann war es das, das funktioniert ja nicht. So, und von den Wissensfragen können natürlich auch nicht alle kommen. Die habe ich ein bisschen angepasst gegenüber letzten Jahr, nicht viel. Das ist sicherlich wichtig. Worin sind wesentliche Unterschiede, in der sich in Griechenland, insbesondere in der athenischen Periode, herausbildenden Art, Mathematik zu betreiben, gegenüber der babylonischen und ägyptischen Art? Das war dieses, dass man halt angefangen hat zu sagen, wir wollen Begründungen haben. Das heißt, wir wollen aus einigen einfachen Grundannahmen weitere Aussagen durch logisches Schließen wirklich herleiten und damit die Mathematik auf eine in sich sichere Basis stellen. Das hatte man ja vorher bei den ägyptischen und babylonischen nicht. Oder man muss zumindest sagen, wenn die Ägypter und Babylonier sowas gemacht haben, dann sind uns jedenfalls die Quellen nicht erhalten. Und wie man, und dann das, was ich so ein bisschen ergänzt habe, weil ich da dieses Jahr so ein bisschen was dazu erzählt habe, wie erklärt man sich eigentlich, dass das passiert ist? Also warum machen die Griechen das auf einmal? Da gab es diese drei Thesen. Das hat sich aus inneren Notwendigkeiten entwickelt. Oder das hat sich entwickelt, weil man da eine Art des Argumentierens, die auch für die freie politische Rede wichtig war, adaptiert hat. Oder das hat man irgendwie genutzt, weil das so physikalische Probleme gab, wo man dann die Grundlagen klären müsste. Also wenn man da so ein bisschen das, was ich an der Stelle erzählt habe und was an der Stelle auf der Folie draufsteht, wenn man das so ein bisschen behält sich, das ist vielleicht nicht schlecht. Dann, diesmal habe ich die Personen etwas remixt, aber ich habe mal gesagt, okay, Thales, Pythagoras, Euklid, Archimedes, Aristoteles, Diophant, Ptolemäus, Heron. Da muss man sich merken, wo gehören die rein und was haben die so gemacht. Vielleicht mache ich das auch so, ich gebe Ihnen vier zur Auswahl und von zwei müssen Sie es dann wissen. Vielleicht macht das etwas leichter. Aber nicht alle, aber hier die, da denke ich mir, das ist schon okay. Ptolemäus und Heron habe ich jetzt reingenommen, die waren beim letzten Mal nicht drin, aber die sind in dem Video dann so ein bisschen ausführlicher drin. So. Und dann so ein bisschen zu wissen, warum ist der Euklid so wichtig? Da habe ich auch recht ausführlich was erzählt und was sind eigentlich Konstruktionen mit Zirkel und Lineal und warum sind die wichtig? Gut, altes und frühmittelalterliches China. Das ist jetzt sehr ärgerlich, da hatte ich mir eigentlich vorbereitet, schön aus dem Buch von Herrn Wussing raus, zwei Seiten, wo ich so ein bisschen was zur Geschichte Chinas einfach vorgelesen hätte. Jetzt muss ich mal gucken, an wie viel davon ich mich erinnere. Das hier ist erstmal klar, eines der ältesten und bedeutendsten Kulturvölker, herausragende Traditionen in Mathematik, Astronomie, technische Erfindungen, Kunst und Literatur. Man kennt ja zum Beispiel die chinesische Mauer, die ein ziemlich altes Bauwerk ist, was recht verblüffend ist. Und tatsächlich sind auch zum Beispiel der Satz mit beweglichen Lettern, also Buchdruck mit austauschbaren Zeichen, ist sehr viel früher in China als in Europa. Es ist sehr viel früher Bronze verarbeitet worden in China. Und auch, das werden wir nachher sehen, relativ viele Sachen,
die sich erst so in der spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Mathematik dann in Europa entwickeln, gibt es eigentlich sehr viel früher schon in chinesischen Quellen. Pascalsches Dreieck und eine ganze Menge Sachen werden da vorkommen, wo man immer schon aufgrund der Namen merkt, das sind ja eigentlich Leute, die in Europa so 500 bis 600 Jahre später gelebt haben oder noch mehr, als das eigentlich in China auch schon verwendet worden ist. Aber der Austausch war halt nicht so extrem. Der älteste erhaltene mathematische Text ist dieses Xuan Shu Shu Rechen- und Zahlenbuch. Ein gewisses Problem ist, das wird dann auf der nächsten Seite stehen, dass da so um 200 nach Christus war da so eine Bücherverbrennung. Und der sind halt leider relativ viele Quellen zum Opfer gefallen. Relativ lange bekannt ist dieses Qiu Chang Xuan Shu, oder wie es auch immer genau ausgesprochen wird, 9 Bücher arithmetischer Technik. Das ist so eine der ältesten und bekanntesten Quellen. Und das ist auch eins, was so über China hinaus in den ganzen fernöstlichen Bereich da ausgestrahlt hat, nach Korea und nach Japan. Über koreanische und japanische Mathematik gibt es irgendwie fast nichts in westlichen Sprachen. Also schreibt auch der Wussing, das ist ganz schwer, überhaupt was über die Mathematik von Japan zu schreiben, weil das gibt es alles nur auf Japanisch. So, und wie Sie kann auch ich kein Japanisch, kann mich da also nicht einlesen. Hier wäre so ein grober Zeitablauf. Im Grunde genommen sehr alte Kultur. Ne? Man müsste jetzt über ungefähr 4000 Jahre berichten, was natürlich schlecht geht. Hier, wenn man mal sieht, ab 1500 Bronze, dann wichtige Phase, da 1045 bis 481 Zhou-Dynastie, in die diese großen, ja, religiösen Figuren Konfuzius und Lao Tse reinfallen. Und schlagen Sie mich nicht, aber ich meine, dass auch in diese Zeit dann schon reinfällt, dass man, also das Feudalsystem entsteht dann schon ungefähr um 300 vor Christus, was relativ früh ist. Also in Mitteleuropa dauert das noch ein bisschen, da wandern ja noch so lauter Stämme rum und schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, bis man dann so ein Adelssystem hat. Das entsteht da sehr früh. Und dann gibt es auch schon Mathematikausbildung für Kinder, natürlich nur für die Kinder von Adligen. Also da gibt es schon Mathematikunterricht für 6- bis 8-Jährige. Aber natürlich gibt es keine Schulpflicht. Also vielleicht auch, dass in Europa die Schulpflicht ja eine sehr junge Angelegenheit ist. Das gibt es nur für Adlige. Und Beamte müssen auch eine sehr umfangreiche mathematische Ausbildung durchleben. Ja, dann gibt es, so ähnlich wie bei den Ägyptern, ist das ja auch in China so, dass das relativ bewegte Geschichte ist. Da gibt es diese Zeit der streitenden Reiche. Wenn Sie Jet Li-Fan sind, haben Sie vielleicht mal den Film Hero gesehen. Der fällt da genau in diese Zeitperiode rein, wo die Reiche dann wieder geeint werden. So, der Bau der großen Mauer um 200 vor Christus. Da müsste das jetzt entstehen, dieses effektive Verwaltungssystem mit den Beamten, Standardisierung von Maßen und Schrift, und da dürfte dieses Schulsystem eingeführt worden sein. Älteste Bücherquellen fallen eben in diese Zeit 206 vor Christus, beziehungsweise vor unserer Zeitrechnung, bis 220 nach Christus rein. Da gibt es diese eine größere Bücherverbrennung und der Einfluss des Buddhismus nimmt zu. Dann gibt es wieder so eine Zeit, wo die sich streiten, die Zeit der drei Reiche. Dann gibt es die Yin-Dynastie, da zerfällt das Reich. Und dann gibt es die nördlichen und südlichen Dynastien. Da gibt es auch eine TV-Serie, die man sich angucken kann, wo das sehr, ich glaube, 52 Folgen à 60 Minuten, brauchen sie also ein bisschen Sitzfleisch, ist aber sehr sehenswert. So, dann Tang-Dynastie ist so die erste größere kulturelle Blüte wieder, wo so ein bisschen das befriedet ist. Dann habe ich schon gesagt, jetzt kommt nördliche Song-Dynastie, da kommt der Druck mit beweglichen Lettern und in dem chinesischen Beamtenstaat entsteht ein zentrales Examen. Und diese Sachen mit den Examen hängen auch eng mit der konfuzianischen, ja, Philosophie zusammen. Man spricht heute noch vom konfuzianischen Prüfungssystem. Sie wissen vielleicht, dass in den ganzen asiatischen Ländern, die ja immer durchgängig ziemlich gute PISA-Ergebnisse und so haben,
Man muss allerdings auch sagen, dass das Schulsystem da enorm selektiv ist und sehr früh oder von früh an Prüfungen sehr massiv darüber entscheiden, wie ihr weiterer Lebensweg aussieht. Und das hängt so ein bisschen mit der konfuzianischen Philosophie auch zusammen, dass man da halt ordentlich was leisten muss, wenn man ein guter Mensch ist und so. Und dann wird so quasi so meritokratisch auch gerechtfertigt, was so der Fortschritt im Leben ist. Und das entsteht schon um diese Zeit und wirkt halt sehr lange nach. Dann gibt es die mongolische Eroberung. Dann können Sie auch eine Serie gucken, Marco Polo, der dann erreicht dann Peking, Seidenstraße und so, da ist der Kontakt. Und da ist wieder ein unter dieser Mongolenherrschaft, die Herrschaft sind verschwunden da, weil nicht mehr genug Platz in der Tabelle war, 1278 bis 1368, das gilt so als das goldene Zeitalter dann der mittelalterlichen chinesischen Mathematik, wo wirklich viel entstanden ist, wo auch am Hof sehr stark Mathematik und insbesondere Astronomie auch gefördert worden ist. Astronomie jetzt wieder teilweise aus religiösen Gründen, teilweise, weil man, ja, es geht halt viel um Kalendarien und so, und die, also Kalender, einen gescheiten Kalender zu haben, davon hängt irgendwie auch ein effizienter Staatsaufbau zusammen, und das hat viel mit astronomischen Berechnungen zu tun. Ich habe jetzt leider nicht genau die Zeit, aber es fällt schon in die Zeit, ich glaube so 200 oder 300 nach Christus, fällt schon eine erste Anwendung eines 365,25 Tage umfassenden Jahres. Das hat man aber in Europa dann deutlich später, diesen adaptierten Kalender. Der ist allerdings auch nur vorübergehend eingeführt worden. Das chinesische Jahr funktioniert ja dann ein bisschen anders. Und Austausch, also die Frage ist ja immer, haben die sich irgendwie beeinflusst oder sind die Entdeckungen und so, die haben, eigentlich eigenständig? Da kann man relativ klar sagen, so alles, was so vor 1200, 1300 ist, ist im Wesentlichen eigenständig. Austausch mit persischen und zentralasischen Astronomen findet eigentlich erst so im Rahmen der Ming-Dynastie statt. Und dann so ab dem 16. Jahrhundert werden mathematische Kenntnisse über die Jesuiten, die halt da hinkommen und missionieren wollen, dann ausgetauscht mit Europa. Also ab da kann man dann sagen, da fängt dann langsam das an, dass das in diese Weltmathematik übergeht und jeder eigentlich von jedem so ein bisschen Kenntnisse übernehmen kann. Aber vorher kann man sagen, das, was da in China ist, ist im Wesentlichen unabhängig von dem anderen entstanden. Und die anderen haben auch bis zum 16. Jahrhundert nicht wirklich was davon erfahren, was da so gelaufen ist. So, die Zahlzeichen. Zahlzeichen funktioniert hier so, dass es einerseits Zeichen für die, das, was wir, also es ist ein dezimales System, das kommt uns schon mal relativ nahe. Es gibt halt die Zeichen für die Zahlen, wo man bei 1, 2, 3 auch noch sehr gut erkennen kann, wo die herkommen, würde ich mal behaupten. Eine Linie, zwei Linien, drei Linien. Ab 4 wird es dann schwieriger. Es gibt verschiedene Zahldarstellungen. Ich glaube, es gibt halt insgesamt 4 Schriften, die so etwas verschiedene Anlässe haben. Und im Grunde genommen ist dieses Zeichen, was da für die 4 steht, Sie wissen ja, dass die kein Alphabet in unserem Sinne haben. Also das, was da steht, ist halt die 4. So, aber das ist das Zeichen für die, das ist immer das Zeichen für die 4. Sie können jetzt nicht in Buchstaben die 4 schreiben, weil die haben ja keine Buchstabenschrift, sondern Zeichen stehen für Wörter. So, und wenn man jetzt in Höhere geht, dann gibt es Zeichen für die Zehnerpotenzen. Also 10 ist da dargestellt, 10 Quadrat, 10 hoch 3, 10 hoch 4. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel schreiben wollten 325, dann würden Sie zuerst eine 3 schreiben, dann das 100er-Zeichen, dann würden Sie die 2 schreiben und das 10er-Zeichen und dann würden Sie die 5 alleine schreiben. So, das hat einen Vorteil, in so einem System braucht man keine 0. Weil wenn Sie jetzt einen leeren Stellenwert haben, ist das kein Problem. Wir hatten ja bei den Babyloniern, bei diesem keilschriftlichen Zahlzeichensystem, das Problem, wenn ein Stellenwert leer bleibt, also zum Beispiel 305,
können Sie das, ist natürlich ein blödes Beispiel, weil die ein 16er-Zahlsystem haben, aber Sie wissen, was ich meine. Also eigentlich 3 mal 60 Quadrat plus 0 mal 60 plus 5. Da können Sie das nicht wirklich unterscheiden von 3 mal 60 hoch 3 plus 0 mal 60 Quadrat plus 0 mal 60 plus 5, weil für die leeren Stellenwerte nichts hingeschrieben worden ist. Hier ist das kein Problem, weil Sie immer hinschreiben, was steht in dem Stellenwert drin, also zum Beispiel die 3. Dann sagen Sie, was ist diese 3? Na, die 3 sind Zehner, also schreiben Sie 3 Zehner und so weiter. Das heißt, das Problem mit den leeren Stellenwerten haben Sie nicht, weil da immer dazu steht, was es eigentlich ist. Ein zweites Zahldarstellungssystem, was verwendet worden ist, ist das die Zahldarstellung mit Rechenstäbchen am Rechenbrett. Und da sieht man also bis 5 ganz normal und ab 6 legt man einen quer für den 5er und legt dann wieder drunter. Und wenn es in den zweiten Stellenwert geht, legt man die, damit man das besser sehen kann, vertikal statt horizontal. Da dreht man das also genau um. Sehen Sie, hier ist dann der 10er, 20, 30, 40, 50, 60 und so weiter. Und das wird immer in so ein Rechenbrett gelegt. Und da ist das dann auch nicht so ein Problem mit der Zahldarstellung, weil da bleibt ja dann so ein Kästchen frei. Also das ist quasi immer mit so, Sie müssen sich vorstellen, als würden Sie das auf Ihren Karo-Block schreiben. Und zwar so klein, dass Sie die Striche immer genau in einen Karo malen. Und Sie haben halt die Unterteilung. Und dadurch ist das auch kein Problem, dass zum Beispiel in diesem Stellenwert nichts liegt. Außerdem haben Sie ja hier auch den Wechsel. Ne? Normalerweise müssten ja, wenn hier das drin liegt, jetzt können Sie sagen, ja, aber wenn das jetzt ganz hier vorne liegen würde, dann wäre das ja mit dem Wechsel auch wieder ein Problem. Aber man sieht schon, dass das Problem so etwas verringert ist. Aber wenn das hier alleine liegen würde, ohne Rechenbrett, könnten Sie schon wieder argumentieren, na, das könnte ja auch nicht 2078 sein, sondern 200.078. Vielleicht hat er das nur nicht weit genug weggeschoben. So, was am Rechenbrett jetzt wieder relativ leicht möglich ist, ist das Addieren. Da schiebt man einfach wieder zusammen und wenn dann zu viele in eins liegen kommen, legt man wieder was rüber. Wobei man dazu sagen muss, dass die auch bei der Addition und Subtraktion immer vorne anfangen. Also mit dem größten Stellenwert. Das ist eigentlich auch kein Problem. Dann kommt nur dazu, dass man dann irgendwann noch mal vielleicht ein Stäbchen nach vorne legen muss. Das geht im Prinzip auch. Sie rechnen ja normal vom kleinsten Stellenwert beginnend und legen dann die Überträge rein. Und hier wird es von vorne angefangen. Dann rutscht manchmal ein Übertrag nach vorne. Da müssen Sie unter Umständen vorne weiter korrigieren. Und auch die Multiplikationsaufgaben funktionieren auch stellenwertweise. Also hier haben wir mal 529. Soll gerechnet werden mal 722, dann beginnt man damit, dass man die 722 in die 5er Stelle schreibt, in die 100er Stelle schreibt, da wo hier der 5er sitzt. Jetzt geht's weiter. Erster Schritt, da rechnet man jetzt 5 mal 722 aus und im nächsten Schritt schiebt man sozusagen. Und wenn man das gemacht hat, nimmt man oben schon mal die 5 weg, damit man dann weiß, aha, 5-mal habe ich es schon genommen. Das liegt hier jetzt schon. Hier ist das schon in der Notation mit dem leeren Stellenwert. Irgendwann haben die dann angefangen, für den leeren Stellenwert auch diesen Kreis zu schreiben. Die sind halt mit den Indern in Kontakt gekommen, die das im Grunde genommen erfunden haben. So, und dann schiebt man die 700, legt man die 722 in die 10er-Stelle und jetzt geht das Spiel wieder vom Neuen los. Ja. Ist also im Grunde genommen genauso, wie wir schriftlich rechnen. Oder sehr ähnlich. Nur, dass wir nicht Stäbchen hinlegen, sondern einfach was schreiben und dann auch nichts wegwischen oder so. Aber im Grunde genommen funktioniert das, ist auch wieder das ganz normale Abakus-Multiplizieren. Ich habe es, glaube ich, nicht hoch genug geschoben. Also hier sehen Sie das, da ist jetzt der erste Schritt fertig. Oben ist die 5 weggenommen und jetzt gehe ich weiter, schiebe die 722 in die Stelle rein, rechne das da wieder aus und dann geht das so weiter. Dauert ein bisschen und irgendwann habe ich dann in der Mitte das Ergebnis liegen. Was eine wirkliche Besonderheit ist, weil das in der westlichen Mathematik ja ewig gedauert hat, bis man das irgendwie als Zahlen akzeptiert hat, ist, die haben negative Zahlen behandelt. Das ist ganz ungewöhnlich, dass das sozusagen akzeptiert worden ist als Zahl.
Hier sehen Sie, wie das gemacht haben. Verschiedene Farben benutzt. Und dadurch kann man dann erkennen, ob es positiv oder negativ ist. Was Sie im Bild sehen, ist jetzt nicht wirklich eine Rechenaufgabe, sondern wenn die Gleichungen geschrieben haben, haben die nicht wie wir Gleichungen geschrieben, sondern die haben die Koeffizienten der Potenzen in diese Zeilen gelegt. Also was hier eigentlich steht, ist erste Potenz, also 11.520 mal x hoch 0 minus 432 mal x minus 203 ist mal x Quadrat 4, 1. Und dann haben die Verfahren entwickelt, mit diesen Darstellungen dann Vereinfachungen zu machen, um bestimmte Probleme zu lösen. Das dauert dann noch ein bisschen, das ist halt in diesem goldenen Zeitalter. Aber es gibt Verfahren, wo dann solche Tafeln hergenommen werden und mit so etwas Ähnlichem wie unserem Horner-Schema umgeformt werden, um dann näherungsweise Nullstellen zu bestimmen. Und das geht relativ gut mit dieser Darstellung. Nachher, da muss ich dann in das eine Buch rüber switchen, zeige ich zumindest mal eine Aufgabe, wie die Gleichungssysteme gelöst haben. Das funktioniert nämlich auch mit dem Stäbchenlegen in solche Dinger und ist im Grunde genommen absolut gleichwertig zu unserem Gauss- bzw. dem Gauss-Jordan-Verfahren. Doch noch ein bisschen dauert, bis das in Europa dann gefunden wird. Und hier aber schon in diesen neuen Büchern arithmetischer Technik aus dem 2. Jahrhundert nach Christus drin ist und teilweise sogar auf ältere Quellen zurückgreifen dürfte. Das ist im Grunde genommen, könnten Sie sagen, das hier ist so, wenn Sie das für Gleichungssysteme denken, haben Sie da quasi so etwas Ähnliches wie eine Matrix-Schreibweise. Der einzige Unterschied zu unserer Matrix-Schreibweise ist, dass, also jetzt nicht hier in diesem Bild, sondern da, wo das mit den Gleichungssystemen dann kommt, dass halt nicht die Koeffizienten der Gleichung nicht in den Zeilen stehen, sondern in den Spalten. Das ist aber der einzige Unterschied. Und dann funktioniert, sind die Regeln, die da angegeben sind zum Umformen, sind absolut gleichwertig zu dem, was wir heute das Gauss-Verfahren nennen. So, was Sie auch kannten, Kürzen und Bruchaddition, auch ungleichnamige Brüche, auch schon 200 vor Christus. Die hatten da auch keinen Vertrag mit, also der Zahlbegriff ist hier flexibler. Das wäre jetzt das, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, was jetzt aber sehr schwer wird, das zu rekonstruieren und was dann in der Übung drin gewesen wäre. Das ist das Wurzelziehen mit Hilfe der binomischen Formeln. Mal sehen, vielleicht, ich mache zumindest mal einen Versuch, ob ich mich noch daran erinnere, wie es funktioniert. Und wenn es scheitert, können wir ja dann immer noch abbrechen und ich schneide das dann umgekehrt rein. Die Idee ist, wenn Sie jetzt so eine Zahl haben wie 55.225, dass Sie dann mal sagen, ich sag mal, die Wurzel ist dreistellig. Das brauchen wir jetzt. Also Sie nehmen an, die Wurzel von so einer fünfstelligen Zahl sollte dreistellig sein. So, das sagen Sie, aha. Und Sie gehen mal davon aus, der Herr Fons oder der Herr, der diese neuen Bücher arithmetischer Technik geschrieben hat, der wird das schon so gemacht haben, dass das glatt aufgeht. Also 55.225 ist auch tatsächlich eine Zahl, die eine Quadratzahl ist, aus der man also ganzzahlig die Wurzel ziehen kann. Dann könnte ich ja die Zahl, die da rauskommt, schreiben in Ziffern als ABC. So, davon ist die Wurzel gesucht. Also wir suchen die Wurzel aus. Und ich sage jetzt mal, wenn ich die Zahl finde, dann ist die in Ziffernschreibweise ABC im Zehnersystem. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Zahl ist 100 mal A plus 10 mal B plus 1 mal C. Und jetzt überlegt man sich das so. Also das Prinzip kann ich Ihnen sicher erklären, ob ich dann die ganze Rechnung hinkriege. Da könnte es sein, dass ich jetzt scheitere. Das ist ja interessant. Also dann kann ich doch sagen, wenn das die Wurzel ist, könnte ich das ja mal so aufschreiben, dass ich sage, okay, oben gebe ich die Länge 100a hin, daneben 10b und dahinter die c. Und jetzt zeichne ich das als Quadrat. Dann hat ja jetzt das Quadrat hier genau diese Fläche 55.225, weil das Quadrat hat die Fläche in Klammern 100a plus 10b plus c in Klammern zum Quadrat.
Gut, und jetzt wird dann so ein Näherungsverfahren gemacht. Das Erste, was ich also machen muss, ich muss mal eine Zahl finden, so dass deren Quadrat, das muss jetzt mit den Stellenwerten argumentiert werden, dass der, wenn da 100 ist, dann dürften die hinteren drei Stellenwerte keinen Effekt haben. Ja, wenn ich da irgendwas quadriere, da steht ja die 100 vorne. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie auf die 55 komme. Weil 100 mal 100 ist ja schon 10.000. So, jetzt muss ich sozusagen gucken, was ist das kleinste a, so dass ich quadrieren kann, dass ich noch gerade unter der 55 bleibe. Unter der 5,5 sogar. Ne? So, und das müsste dann die... Moment, 3 funktioniert, glaube ich, schon nicht mehr. Ne? 3 Quadrat haut nicht hin, 2 Quadrat sollte funktionieren. Ja, ja, wir sind auf der sicheren Seite, weil es muss 40.000 rauskommen, das habe ich noch in Erinnerung. First find the largest digit A, so that 100A Quadrat kleiner 55.220. Das habe ich gerade gemacht. In this case A ist gleich 2. Ne? Weil wenn man 2 einsetzt, 200 A Quadrat ergibt 40.000. 3 kann ich nicht einsetzen, dann kämen ja schon 90.000 raus. The difference between the large square, 55.225, and the square on 100A, 40.000, is the large gnomon in the figure. Okay, jetzt bin ich wieder so ein bisschen darüber unterrichtet, wie es weitergeht. So, jetzt sagt er quasi, aha, also wenn das hier muss im Prinzip 40.000 sein. Jetzt muss dieses große Gnomon heißt immer, das ist quasi dieser Winkelhaken, der jetzt zu dem großen Quadrat von dem kleinen Quadrat noch fehlt. Also der ganze Rest hier, der außen herum liegt, ja, der muss dann zusammen 55.225 minus 40.000 ergeben. So, da kommt raus, 25.225 muss genau dieses 2 mal 100a mal 10b sein. So, jetzt schauen wir nochmal, ob wir das in dem Bild sehen. So, Sie haben ja hier haben Sie einmal 100a mal 10b und hier oben haben Sie nochmal 100a mal 10b. So, und jetzt haben Sie hier an sich auch noch andere kleine Flächen, aber die machen den Kohl nicht so ganz fett. So, jetzt überlegt man sich, aha, wenn man das auflöst, das a kenne ich ja schon, das a war jetzt 2, löst man das auf, dann steht da 15.225 ist also auf jeden Fall diese Restfläche größer als 4000b, weil es kommt ja noch wieder hier dieses kleine Quadrat und diese äußeren Reste dazu. Also diese beiden Flächen, diese beiden Rechtecksflächen sind kleiner als 4000 mal b. So, und jetzt probiert man auch, dann muss natürlich das b kleiner als 4 sein und jetzt guckt man, b gleich 3, könnte man ausprobieren. Und jetzt in diesem Fall der Rechnung hat man Glück, die 3 passt schon. Und es geht sich genau aus, die ganzen anderen Restflächen passen dann so, dass man ausrechnen kann, was für das C für die Einerstelle rauskommt. Was noch passieren könnte, das 3 ist eigentlich, die 3 ist noch zu groß und man kommt dann drauf, hinten fehlt einem was. Dann geht man wieder zurück in die zweite Stelle und sagt, das B ist 2. Aber warum funktioniert das jetzt als Lösungsverfahren? Naja, das muss sich nicht unbedingt ausgehen. Es könnte sein, bei dem C kommt man nicht aus, da müsste man hier noch weitermachen und müsste sozusagen auch noch ein Zehntel C und so dazu nehmen. Aber falls das tatsächlich eine ganzzahlige Lösung hat, muss sich das dann ausgehen. Den vorderen Teil hat man geklärt und jetzt dadurch gewinnt man das A. Das A hat man fixiert. Jetzt überlegt man sich anhand der Rechtecke quasi eine obere Schranke für das B, wie groß das B höchstens sein kann. Jetzt probiert man zunächst mit der natürlichen Zahl, die wieder dieser Schranke am nächsten kommt, aus. Wenn ich mal einsetze, für B ist gleich 3, dann
kann ich ja alle restlichen Flächen, die hier noch offen sind, mit, habe ich dann nur noch das C drin stehen. Und dann kann ich die Gleichung natürlich lösen, weil das ist einfach eine quadratische Gleichung, in der das C auftaucht. So. Ja, und so kriegt man dann die, na, ist glaube ich sogar eine lineare Gleichung, in der das C auftaucht. Schauen wir mal. Ja, genau. Das, ah, nee, doch nicht. Hier hinten kommt nochmal das C-Quadrat. Aber okay, man hat das dann reduziert und dann kann man es mit dem C probieren. Und das ist eigentlich schade, dass ich das nicht ordentlich mitgebracht habe, weil dann hätte man auch noch eine Übungsaufgabe dazu stellen können und sieht, dass das ganz gut funktioniert. Einige Tricks sind dabei. Man muss natürlich wissen, wie viele Stellen das hat. Und es muss sich nicht unbedingt ausgehen. Also wenn man jetzt eine Zahl hat, die hat halt keine ganzzahlige Wurzel, dann findet man einen Näherungswert für das Ganzzahlige oder man müsste jetzt noch weitere Stellen dazu nehmen. Aber man kann im Prinzip das fortsetzen und könnte sagen, da kommt jetzt noch 0,1 mal d dazu und 0,01 mal e und so. Das lässt sich im Prinzip weiter fortsetzen. Die Kreisfläche. Da findet sich in TU, in diesen neuen Büchern arithmetischer Technik, in Kapitel 1, Nummer 32, ein rundes Feld hat einen Umfang von 181, sein Durchmesser ist 60, ein Drittel, wie groß ist die Fläche? Und da kommt raus 2730, ein Zwölftel. So, und im Prinzip haben die vier Regeln, das wäre jetzt in der Übung auch drin gewesen, das können wir aber jetzt gemeinsam mal machen, zur Bestimmung von der Kreiszahl. Also das erste ist, die Hälfte des Umfangs mal die Hälfte des Durchmessers ergibt die Fläche. Gucken wir mal, was da als Näherungswert für Pi genommen wird. Also die Hälfte des Umfangs, ich muss mir das nur gerade schreiben, die Hälfte des Umfangs mal die Hälfte des Durchmessers ergibt die Fläche. Zweite Regel, Umfang und Durchmesser werden multipliziert. Das Ergebnis wird durch die 4 geteilt. Umfang mal Durchmesser, das Ergebnis wird durch die 4 geteilt. Dritte Regel, der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen. Multipliziere das Ergebnis mit 3 und dividiere ihn dann durch 4. Also Umfang, der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen, multipliziere das Ergebnis mit 3 und dividiere dann durch 4. Und die vierte Regel, der Umfang wird mit sich selbst mal genommen, dividiere das Ergebnis durch 12. Der Umfang wird mal quadriert, Ergebnis durch 12. So, jetzt habe ich parallel schon alle Regeln aufgeschrieben. Ich glaube, die hier ist am leichtesten zu dekodieren. So, wenn man hier mal guckt, das ist natürlich, da steht ja, da können Sie den Näherungswert für Pi, glaube ich, direkt ablesen, oder? Um die Fläche zu erhalten, wird der Durchmesser mal 3 durch 4. Alala. So, Durchmesserquadrat, da müssen wir mal auf dem Radius. Wir kennen ja die Formel mit dem Radius. Ja. So, 2r² mal 3 durch 4. Der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen, multipliziere das Ergebnis mit 3 und dividiere dann durch 4. Da meine ich, wäre das hier das. Ne? Okay, also 4r² durch 4 mal 3. Ja, ist ja genau das, was ich dachte. 3r² habe ich eh hingeschrieben. Ja, also πr² ist die Formel, die Sie kennen, oder? Also Pi ist gleich 3. Jetzt können wir beim Umfang auch noch mal gucken. Der Umfang ist in unserer Sprechweise normalerweise 2Pi eher, oder? Hm? 2Pi eher. Ist schon so. Wenn man das jetzt quadriert durch 12, das soll die Kreisfläche sein. Okay, schauen wir mal. Also haben wir hier Pi Quadrat r² durch 12. Also haben wir 4/12 Pi. Jetzt müssen wir das natürlich hier eigentlich wieder einsetzen. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich kann ja da eigentlich das Pi nicht reinsetzen.
Egal. Also wenn wir jetzt sagen, oben steht eigentlich 4, ich will jetzt mal was kürzen, also haben wir hier 3. So, also sollte da stehen Pi Quadrat durch 3 R Quadrat. Das läuft aber wieder auf dasselbe heraus. Also damit sich das dann ausgeht und unserer Formel wieder entspricht, würden wir ja hier sagen, das stimmt, also diese Formel wäre korrekt. Sie müssen jetzt Pi wie eine Variable lesen. Hier kommt ja wieder die Flächen, also ich habe hier eigentlich nur gekürzt. Sehen Sie, 4 und 12 ergibt 3. Und jetzt steht hier als Formel, wenn wir mit unserem Pi denken, was aber eine Variable ist, also da müssen wir jetzt quasi denken, wir wissen gar nicht, was das ist, Pi Quadrat durch 3 R Quadrat ist die Kreisfläche. Ist eigentlich die Aussage. So, jetzt können Sie wieder überlegen, wann würde das stimmen? Das würde stimmen, wenn Pi genau 3 ist, weil dann wird sich das ja wieder wegkürzen. Dann wird da wieder stehen Pi mal R Quadrat. Also ist auch hier, ist, der Näherungswert ist auch 3, der in der Formel verwendet ist. Ich spoilere Ihnen das jetzt und mache es nicht mehr. Auch hier oben und da oben ist jedes Mal der Wert, der dafür Pi angenommen wird, damit diese Formel Sinn ergibt, mit unserem Wissen über die Kreiszahl, ist immer 3. Sozusagen, die haben in diesen drei Regeln das mit 3 gesetzt. Was ein bisschen überraschend ist, weil es diesen Wert von Liu Hu gibt. Für den Radius 10 ist der Flächeninhalt 314, 64, 625. Und das ist ziemlich genau. Also da steht in diesem Buch von Wussing drin, das dauert dann ungefähr 1000 Jahre, bis ein genauerer Wert gefunden wird, der irgendwann mal benutzt wird für Pi. Können wir jetzt ausrechnen, was sind 64, 625. Aber das stimmt auf sehr viele Stellen überein. Also auch mehr, als man für praktische Zwecke so üblicherweise dann direkt benötigen würde. Wo der herkommt, ist da auch wieder nicht zu sehen. Ein großes Problem auch der chinesischen Mathematik ist wieder, dass man so gut wie keine Begründungen findet. Es gibt eine Stelle, wo so ein bisschen strittig ist mit dem Satz von Pythagoras, ob das nicht ein Beweis ist. Das müsste gleich auch kommen. Da sagt der Herr Gericke, sagt nein, also aus dem Text selbst sieht man das nicht ganz, weil da fehlen irgendwie wichtige Dinge. Aber zumindest so ein Ansatz für eine Begründung durch die Bilder ist es. Aber es ist kein Beweis in diesem strikten euklidischen Sinne. Und das heißt, es sind auch hier wieder sehr viele Regeln, wie man irgendetwas macht, überliefert, aber es sind nicht irgendwie Begründungen dafür, warum das funktioniert, überliefert. Überhaupt diese 9 Bücher arithmetischer Technik, also Bücher ist wieder in diesem Euklid-Sinne zu verstehen, das können Sie sich auch runterladen, irgendwo im Internet auf Deutsch, weil da gibt es schon eine sehr alte deutsche Übersetzung von, wo es kein Copyright mehr drauf gibt. Das sind ein paar Seiten, also Buch heißt wieder Kapitel. Das sind quasi Kapitel. Und das Interessante ist, die Gliederung ist nicht nach mathematischen Themen, sondern ist ganz strikt nach Verwendung der Sachen. So irgendwie, hier sind Verwaltungsdings und hier sind Sachen, die braucht man zum Vermessen, hier sind so und so. Und mathematisch geht das aber komplett durcheinander. So, da ist er ja schon. Ja, in der Su Gnomum Schattenrechnung circa 100 vor Christus bis 100 nach Christus, genauer kann man es nicht sagen. Gegenüber letztem Jahr habe ich die Vorzeichen in der Gleichung korrigiert. Dadurch wird der Beweis jetzt erheblich einfacher. Was da tatsächlich gemacht ist, was man hier in dem Bild jetzt nicht sieht, das hätte ich dann aus dem Gericke nehmen müssen, da war es aber nicht so schön bunt, ist, dass das eigentlich gezeichnet ist so, dass diese Länge B 3 ist und die Länge A ist 4. Und damit ist die Länge hier 5. Also das ist ein pythagoräisches Zahlentrippel, wie Sie sagen würden. Also da sind auch die Kästchen reingezeichnet. Und dann sagt er, wenn man die so zusammenlegt, dann ergänzen sie sich so. Und wenn man jetzt mal hinschaut, also das ist, glaube ich, ganz gut zu sehen, dass man hier Rechtecke hat, die sind immer a mal b. Und hier innen drin hat man so ein 1-Quadrat, oder das ist auch unser C ist hier außen. Und in dieser Figur hier innen drin hat man ja jetzt, wenn man mal hinschaut, außen hat man die Länge a plus b, also ist das große Ding hier außen rum. Das ist insgesamt a plus b zum Quadrat.
Weil hier ist die Länge B, da ist die Länge A und hier kommt wieder das A dazu. Was wird jetzt davon abgezogen? Vier Dreiecke und diese Dreiecke haben immer die Seitenlängen A und B. Man hat also 4 mal A mal B halbe, die werden abgezogen. Und das entspricht der Fläche von dem Quadrat, wo hier außen diese C-Hypotenuse liegt. Also wenn Sie das große Quadrat nehmen, die weißen Dreiecke abziehen, dann kommt innen das Quadrat C-Quadrat heraus. Und wenn Sie jetzt noch glauben, dass denen die binomischen Formeln irgendwie was gesagt haben, dann können Sie glauben, dass man dann erkennt, dass C-Quadrat A-Quadrat plus B-Quadrat ist, weil hier innen drin wird ja stehen A-Quadrat plus 2AB plus B-Quadrat minus 2AB bleibt genau das A-Quadrat plus B-Quadrat über. Und damit hat man dann quasi das bewiesen. Jetzt kommt der Gericke und sagt, ja, aber, und das wäre sozusagen auch das, was bei so Puzzlebeweisen immer mit zu beachten ist, an keiner Stelle in dem Argument sagt der Herr, der dieses Buch da formuliert hat, warum da außen überhaupt ein Quadrat entsteht. Wenn jetzt das Dreieck nicht rechtwinklig wäre, würde außen ein Achteck entstehen. Das zusammenlegen können Sie sich vielleicht überlegen. Also das wichtige Argument ist, man braucht irgendein Argument dafür, dass hier auch tatsächlich ein 180-Grad-Winkel herauskommt, damit sich dann insgesamt ein Quadrat ergibt. Für Sie ist das nicht weiter schwierig. Sie wissen natürlich, wenn hier 90 Grad sind und dass diese beiden Winkel hier sich dann mit der Winkelsumme, also Sie brauchen die Winkelsumme, um das zu zeigen, dass sich die beiden Winkel hier wieder auf 90 Grad ergänzen, dann wissen Sie, dass hier auch wieder derselbe Winkel liegt. Also liegen hier außen 90 Grad. Hier innen drin ist dann tatsächlich auch wieder so, dass sich das da die zwei Winkel zusammenstoßen, die zusammen 90 Grad ergeben. Also ergibt sich hier tatsächlich ein 180-Grad-Winkel. Also an der Stelle geht genau die Voraussetzung ein, dass das Dreieck, was da innen drin ist, rechtwinklig ist. In dem Buch selbst, in dieser Zugnomon-Schattenrechnung, wird aber gar nicht gesagt, dass das Dreieck rechtwinklig ist, sondern nur, dass das Dreieck die Längen 3, 4, 5 hat. So, und da sagt der Gericke jetzt, das akzeptiere ich aber noch nicht als Beweis, dass man das tatsächlich so zusammenlegen muss. Dafür müssten die Winkelsumme im Dreieck mit 180 Grad oder irgendeine Äquivalenzsumme zu parallelen Postulat gehabt haben, um das beweisen zu können, und das ist irgendwie nicht dokumentiert. Also wird auch das von sehr gestrengen Mathematikhistorikern nicht wirklich als Beweis im engeren Sinne akzeptiert. So, jetzt kommt das mit diesen Matrizen. Die Aufgaben sind da halt oft in so Getreiderechnungen angegeben. Aus 3 Garben einer guten Ernte, 2 Garben einer mittelmäßigen Ernte und 1 Garbe einer schlechten Ernte erhält man den Ertrag von 39 Tau. So, ich muss mir das mal eben aufschreiben. 3, 3, 2, 1, 39. So. Also Sie würden ja jetzt wahrscheinlich das so machen, dass Sie schreiben 3 gute Garben plus 2 mittelmäßige Gaben plus 1 schwache Gabe ergibt 39. Wenn Sie so ein Gleichungssystem aufstellen. Also es gibt jetzt 3 Gleichungen und dann hoffentlich Dings. Und beim Dings funktioniert das so ähnlich. Die schreiben allerdings nur die Koeffizientenmatrix hin und der schreibt die so hin. Aus 2 Garben einer guten Ernte, 3 Garben einer mittelmäßigen Ernte und 1 Garbe einer schlechten Ernte erhält man 34 Tau, wie jetzt auch schon abgeschrieben. Und aus 1 Garbe einer guten Ernte, 2 Garben einer mittelmäßigen Ernte und 3 Garben einer schlechten Ernte erhält man 26 Tau. So. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das, was ich hier hingeschrieben habe, mit unseren Zahlzeichen, das wird jetzt einfach in so ein Rechenbrett hereingelegt. Mit so Stäbchen. Und jetzt gibt es Regeln, wie man jetzt sozusagen 2 Gleichungen addieren kann und eine neue daraus enthält. Das schauen wir uns jetzt mal hier in dem Gericke an. Da ist das im Originaltext wiedergegeben.
So, zumindest weiß ich die Seite auswendig, weil es heute dreimal nicht funktioniert hat, dass er die druckt. So. Ja gut, jetzt eine Sache habe ich jetzt noch anders gemacht, als es hier beim Gericke gemacht ist. Beim Gericke ist die erste Gleichung hinten und bei mir war die vorne. Gut, das soll uns nicht weiter verwirren. Immer multipliziere mit der Garbenzahl der guten Ernte der rechten Reihe die Zahlen der mittleren und nimm hinterher die Reste. So, jetzt erklärt der Dings, wie er sich das denkt. Ich möchte das ganz konkret vorstellen. Wenn zwei Garben gute Ernte plus drei Garben mittlere Ernte plus ein Garbe schlechte Ernte 34 Tohu wert sind, das ist hier unsere mittlere Reihe, so haben natürlich die dreifachen Mengen den dreifachen Wert. Und es ist auch klar, dass man von diesem dreifachen Block 2 dem Block 3 abziehen darf, eventuell mehrfach. Man erhält dann das Bild. So, jetzt guckt er hier. Okay, wenn ich das da mehrfach abziehe, bleibt übrig 0, 5, 1, 24. So, jetzt hat er das so oft abgezogen, bis, naja, was sie auch machen würde, der unterdrückt in dieser Gleichung quasi das x1. Jetzt geht weiterhin. Weiterhin multipliziere die nächste Zahl und nimm hintereinander die Reste, jedoch darf in der mittleren Reihe das mittelmäßige Getreide nicht verschwinden. Ja, der bringt das auf Zeilenstufenform, die Matrix. So. Nicht verschwinden. Und nimm bei der linken Reihe hintereinander die Reste, aber es darf der linken Seite die schlechte Ernte nicht verschwinden. So, also was der tatsächlich macht ist, der hat Regeln für das Addieren von Gleichungen und macht das so, dass er das auf Zeilenstufenform bringt und dann hier jetzt ablesen kann, also bringt eine Garbe der schlechten Ernte 99 durch 36 gleich 2¾ Tu. So, und jetzt wird es halt in die anderen Sachen dann eingesetzt, um die anderen Dinge zu bestimmen. Das ist also im Grunde genommen das gaußsche Verfahren, bringen auf die Zeilenstufenform. Das einfache gaußsche Verfahren, nicht Gauss-Jordan, dann würden sie ja die anderen auch noch alle ausnullen. So, zwei, das ist schön, da habe ich die Lösung Gott sei Dank dynamisch. Der doppelte falsche Ansatz. Zwei Ratten graben sich gegeneinander durch eine 5 Fuß dicke Wand. Die große Ratte macht am ersten Tag 1 Fuß, die kleine ebenfalls. Die große Ratte macht jetzt an jedem Tag das Doppelte, die kleine die Hälfte der Leistung vom Vortag. In wie vielen Tagen treffen sie sich und wie viel hat jede gegraben? Ja, da sieht man schon, auch in diesen neuen Büchern arithmetischer Technik werden nur unmittelbar relevante Probleme des Alltags gelöst. Natürlich nicht, auch da ist das so. Was ich vorher schon mal gesagt hatte, auch bei den schon selbst auf dem Papyrus Rind, das sind halt eingekleidete Aufgaben, die einem ein Rechenverfahren vorstellen sollen, die jetzt irgendwie nicht wirklich die praktische Relevanz haben. Und die Lösung ist mit doppeltem falschem Ansatz und ich hoffe, der geht jetzt aus der Animation auch schön hervor. So. Die große Ratte macht am ersten Tag 1 Fuß, die kleine ebenfalls. Die große Ratte macht jetzt an jedem Tag das Doppelte, die kleine der Hälfte. Ah ja. Interpolieren gibt's auch. So, am Tag 0 sagen wir mal, die eine Ratte ist hier und die andere Ratte ist da oben. Jetzt ist das hier schon so ein bisschen gespoilert, dass das in dem einen Fall halt hier so wächst exponentiell und in dem anderen Fall exponentiell fällt mit der Geschwindigkeit. Ja, ist nicht ganz ideal. Jetzt gucken wir mal, wo sind die nach einem Tag? So, bei einem Tag sind die mal hier. Und wo sind die nach, also da ist die eine ja dann 1 gelaufen, die andere auch 1. Und jetzt bei 2 Tagen haben sie sich noch nicht erreicht. Und nach 3 Tagen sind sie bereits aneinander vorbeigelaufen. Oh, sehen Sie mal, die eine ist mir sogar aus dem Bildschirm rausgelaufen. So. Ganz schlimm. So. Also muss die Lösung doch irgendwo zwischen 2 und 3 liegen. Und jetzt wird eine Interpolation vorgenommen. Mal sehen, ob ich die noch wieder zusammenkriege. Aha. Genauer.
Bei 2 Tagen, genau, da macht man jetzt nicht so, bei 2 Tagen fehlt noch etwas. Ich gehe nochmal wieder auf die 2. So, da fehlen noch hier 2/4 Füße Entfernung ist das hier. Ja, und wenn sie dann aneinander vorbeigelaufen sind, dann sind es 15/4 Füße zu viel. Der 3. Tag sollte folglich so bestimmt werden, das ist jedenfalls die chinesische Lösung, im Verhältnis 2:15. Was eine lineare Interpolation ist. Man teilt jetzt quasi den Tag, man sagt, aha, da sind sie noch 2 Füße entfernt. Am Ende sind sie 15 Füße, ich sage jetzt mal Füße statt Viertelfüße, dann geht es leichter. Am einen Tag sind sie 2 Füße noch auseinander, am anderen sind sie 15 zu viel gelaufen. Wenn die jetzt mit gleichbleibender Geschwindigkeit das ganze Stück laufen würden, na, dann wäre es klar, dass ich sagen müsste, okay, 2:15 muss ich diese 17 Schritte aufteilen, dann finde ich das. Das ist die lineare Interpolation und da findet man die Lösung. Nennt man auch die Lösung mit Überschuss und Fehlbetrag und ist im Grunde genommen, man könnte das jetzt weiter interpolieren. Man könnte dann sagen, da passt das noch nicht und dann kann ich wieder dieses Verfahren machen. Und das ist halt ihr, na, wie heißt denn das noch, Newton-Verfahren funktioniert genauso zur Näherung von Nullstellen. Eine bekannte Aufgabe aus dem Buch Chang Chu-Chin in der Version nach Abu Kamil, also deutlich später aufgeschrieben von einem arabischen Gelehrten. Für 100 Drachmen sollen 100 Vögel gekauft werden, Enten, Sperlinge und Hühner. Also 100 Vögel sollen gekauft werden, Enten, Sperlinge und Hühner. Eine Ente kostet 5 Drachmen, 20 Sperlinge 1 Drachme, ein Huhn kostet 1 Drachme. So. Also zu lösen ist die Aufgabe, wenn man das mal aufschreibt, man hat einerseits 100 Tiere braucht man. Also hat man eine Gleichung, die lautet einfach 100 ist gleich, ich schreibe mal E für die Enten plus S für die Sperlinge plus H für die Hühner. Das ist die erste Gleichung. Sie sehen die noch nicht, ich schalte gleich rüber. Und die zweite Gleichung ist, die kosten 100. Und es kostet aber die Ente ist sozusagen 5 mal E plus 20 mal S plus 1 mal H ist die zweite gleich. 100 Drachmen, 100 Vögel, Entensperlinge, Ente 5 Drachmen, 20 Sperlinge. 20 Sperlinge kosten 1. Ja, jetzt habe ich das genau falsch gemacht. 1/5 E. Ich habe mich schon gewundert. Das hätte ja gar nicht funktionieren können. 1/20 mal S. Mein H. So, und jetzt würden Sie sagen, na ja, das kann ich ja lösen. Also Sie haben vielleicht, das kann ich so teilweise lösen. Also Sie haben am Anfang 100 Drachmen. Die Enten kosten 5. Ne? Die Enten kosten 5, sagen wir, die Enten sind mal unser X. Für die 100 Drachmen, wenn Sie X Enten kaufen, haben Sie nur noch 100 minus 5 Drachmen. So, und die Sperlinge nennen wir mal Y, die kosten 1/20, also minus y/20. Ne? Das ist hier die Preisgleichung. So, das ist sozusagen das, was übrig bleibt. Was hier hingeschrieben ist, ist jetzt das Geld, was übrig bleibt, um Hühner zu kaufen. Dafür steht dieser Term. Geld für, soll ich jetzt Händerl schreiben? Na, Hühner. So, und andererseits bei den haben wir natürlich noch die Gleichung 100 minus x minus y ist die Anzahl der Hühner. Die Sie kaufen dürfen, wenn Sie x Enten und y Sperlinge kaufen. So, weil aber jetzt Hühner genauso viel kosten, wie Sie Anzahl haben, können Sie das einfach gleichsetzen. So, und dann sind sie schon fertig. 100 minus 5x minus y durch 20 ist gleich 100 minus x minus y. Ja, das sieht jetzt super aus. Ne? Eine Gleichung, in der x und y und ein paar Zahlen vorkommen. Daraus folgt also, y ist gleich, wenn Sie das irgendwann ausgerechnet haben, 80 19 x. So.
80 Neunzehntel x. Y soll wohl eine ganze Zahl sein. Ja, da bleibt Ihnen aber eigentlich nichts anderes übrig, als dass Sie 19 Enden kaufen. Ne? Anders wird das wohl nicht funktionieren. So, also kaufen Sie 19 Enden. Ja, natürlich jedes Vielfache von 19 geht theoretisch auch. Aber wir probieren es mal mit 19. Kleiner als 19 darf es nicht sein, dann gibt es wieder halbe Sperlinge oder sowas. Das wollten wir ja nicht. Also 19 probieren wir aus, dann hätten wir 19 Enden, 80 Sperlinge. So, das wäre also 19 Enden kosten 5 mal 19 ist 5 mal 20 minus 5 ist 100 minus 5 ist 95. Na, ja doch, nein. Schon, ne? Oder habe ich mich verrechnet? 45, peinlich, 45. So, 45 plus 80 Sperlinge, die kosten aber nur durch 20, sind 4, ist gleich 49. Das heißt, wir müssten jetzt noch kaufen dürfen 51. Sind doch 95, also 95 plus 4 ist 99, also darf ich überhaupt nur ein Huhn. So, ein Huhn, so. Gut, ist ja keine Deutschvorlesung. So, ein Huhn, gucken wir mal, ob das von der Zahl passt. Ja klar, 80 plus 19 ist auch 99, plus 1 haut hin. So, mit etwas Getue haben wir also die 100-Vögel-Aufgabe auch gelöst. So, das war die 100-Vögel-Aufgabe. Die gibt es in verschiedenen Varianten auch. Es gibt dann auch noch eine Lösung von dieser Aufgabe. Wir haben eine Anzahl von Gegenständen, wissen aber nicht genau, wie viele. Zählen wir sie zu Dreien ab, also immer in Dreierpäckchen, behalten wir 2 übrig. Zählen wir sie in Fünferpäckchen ab, so behalten wir 3 übrig. Zählen wir sie zu je 7 ab, so behalten wir 2 übrig. Wie viele Gegenstände sind es? So, und da schauen wir uns die Lösung nicht ein, da sagen wir einfach, das ist der chinesische Restsatz, der das Problem löst und den behandeln Sie dann in der elementaren Zahlentheorie oder haben das schon gemacht. Was da ja quasi steht, gesucht ist eine Zahl A, für die gilt, die ist kongruent, was haben wir da, 3 mod 2 und die ist gleichzeitig kongruent 2 mod 5 und die ist kongruent 2 mod 7. Und dann ist da ein Lösungsverfahren beschrieben, wie man da eine Lösung findet. Daher hat er auch seinen Namen, chinesischer Restsatz. Aber auch da ist sozusagen, sind für mehrere Aufgaben so Verfahren erklärt, wie man Lösungen findet und dann auch, wie man die Lösungen noch weiter reduzieren kann. Euler ist das dann, glaube ich, bei dem quasi dann im mitteleuropäischen ein allgemeines Verfahren dann bewiesen ist. So, das hier, raten Sie mal, was das ist. Ja, unschwer zu erkennen. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, ja, 4. Und da muss man schon wissen, dass das in der Mitte die 6 ist. Hatte ich Ihnen aber vorhin schon gezeigt, das Zeichen. Für den Sechser, Vierer, 1 und dann geht das so weiter. Das ist ein pascalsches Dreieck. Und tatsächlich in dieser goldenen Zeitalterfeld waren unter anderem diese Sachen hier bekannt, so die wichtigsten Sachen. Das pascalsche Dreieck, also Binomialkoeffizienten, Interpolationsformel für große Fakultäten, die im Prinzip der Newton-Stirling-Formel übereinstimmen, diverse Summationsformeln und Werte für bestimmte unendliche Reihen, dann dieses Fang-Cheng, das war dieser Algorithmus zum Lösen von linearen Gleichungssystemen, der im Prinzip genau den Gauss-Algorithmus ergibt. Das chinesische Restproblem und Verfahren für dessen Lösung, also simultane Kongruenzgleichungen, waren bekannt. Es gab eine spezielle Form sphärischer Trigonometrie. Man hat sich sehr viel mit magischen Quadraten beschäftigt. Es gab Lösungen für optimale Kreis- und Kugelpackungsprobleme für Ausgewählte. Und es gibt die Tian-Yuen-Methode zur numerischen Lösung polynomialer Gleichungen höheren Grades, also Gleichung 4., 5., 6. Grades.
die man ja, wie Sie irgendwann lernen könnten in der Algebra, im Prinzip nicht so lösen kann, wie Sie das von Gleichung zweiten und dritten Grades kennen, also nicht mit geschlossenen Lösungsformeln, sondern nur sehr viel aufwendiger. Numerisch kann man die lösen mit dem Horner-Schema und tatsächlich ist diese T1-Methode gleichwertig zu dem Horner-Schema. Das Horner-Schema ist 19. Jahrhundert. So, also viele der Sachen, die da beherrscht haben, fallen so 400 bis 500 Jahre später, werden die erst in Europa entdeckt. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass der Austausch da halt sehr sporadisch bleibt. Und natürlich auch, muss man schon auch sagen, es ist natürlich noch was anderes, ob ich das Verfahren habe oder ob ich das dann in so einen Theorieaufbau reinbringen und begründen will. Ich meine, wir werden wahrscheinlich gar nicht mehr es schaffen, zu Leibniz und Newton zu kommen und so. Die hatten ja im Grunde genommen, man sagt dann immer, die hatten schon die Ableitung und so. Ja, aber das war mit ganz vielen theoretischen Unschärfen verbunden. Und das hat dann nochmal 200 Jahre gebraucht, bis so alle Leute gesagt haben, wir sind da jetzt irgendwie so, wir sind in unserer Komfortzone mathematisch und akzeptieren das irgendwie auch. Das bildet sich in unser Gesamtsystem mathematischer Aussagen ordentlich ein. Und die Art, wie er da mit dem Unendlichen rumtut, das hat schon alles Hand und Fuß. So, die Ursachen für die Blüte sind so ein bisschen unklar, warum das im 13. Jahrhundert so explodiert ist. Man weiß jedenfalls, dass es viel Kontakt mit persischen Astronomen gab und dass eben Kalenderberechnungen und überhaupt astronomische Fragen da sehr, sehr stark eine Rolle gespielt haben. Und man weiß, dass halt die mongolischen Herrscher an ihrem Hof Mathematik und Astronomie sehr gefördert haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt das, also die mussten jetzt dringend dieses Problem lösen und daraus ist dann diese ganze Mathematik entstanden. Und das sollte eigentlich auch für heute meine letzte Folie sein, was dran liegt, dass einige der Übungen, wir hätten ja eigentlich 2 Stunden, aber dafür werde ich halt ein paar Sachen vom letzten Jahr da rein montieren, an denen das heute ein bisschen hakelig war. Sie haben jetzt Glück, also nächste Woche findet es nicht statt. Und für übernächste Woche muss ich die Folien alle neu machen. Da werde ich dann also sehr viel besser vorbereitet sein. Das war heute ganz blöd. Ich habe mir heute Nachmittag die ganzen Sachen da schön ausgedruckt und dann irgendwie drüben liegen lassen. Aber es ging so, glaube ich, einigermaßen. Dafür wird dann halt von der chinesischen Mathematik wahrscheinlich nicht so sehr viel prüfungsrelevanter Stoff sein. Also nur, das wäre sonst unfair.